Hallo zur neuen Wochenschau. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, mir einen echten Bayer heute an die Seite zu stellen, denn es ist Oktoberfest und der werte Herr hat den weiten Weg geschafft, ganz aus der Redaktion hierher. Hallo Max. Grüß euch beieinander. Servus. Okay, da komme ich noch mit. Ja, ihr wisst es natürlich schon längst, in München ist gerade die Wiesn, aber nicht nur dort wird gefeiert, auch jetzt am Wochenende in Lohne auf dem Schützenplatz. Um 19 Uhr geht's los und am Sonntag gibt es sogar auch einen bayerischen Frühschoppen. Und ja, Max, jetzt mal so unter uns, du als echter Bayer, wenn du das so mitbekommst, dass wir hier auch ein Oktoberfest machen, eine Oktoberfestgala, kriegst du da Heimatgefühle oder ist es mehr so ein inneres Schmunzeln, sag ich mal, dass du dich so ein bisschen drüber lustig machst? Also man kann schon sagen, so ein Mix aus beiden Sachen. Also mir gefällt es natürlich, wenn ich Leute in der Tracht sehen kann. Und es gefällt mir auch, wenn eine gute bayerische Musi läuft. Auf der anderen Seite, im Norddeutschland fehlt halt ein gescheites Bier. Ehrlich? Ah ja, in Bayern hast du das bessere Bier. Das lasse ich jetzt als gebürtige Bremerin mal so stehen. Für wen das alles nichts ist, wer mit dem Oktoberfest gar nichts anfangen kann, der kann am Wochenende sich auch in Damme vergnügen. Da gibt es einmal den Räubermarkt und auch die 125-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr. Noch ist es ruhig und menschenleer im Rasterdom. Aber das wird sich am Freitag ändern, wenn die Basketballer von Raster Vechta ihr Comeback in der Basketball-Bundesliga feiern. Um 20.30 Uhr trifft der Aufsteiger auf die Löwen Braunschweig und startet damit in sein zweites Abenteuer BBL. Nach siebenwöchiger Vorbereitung und 9 Testspielen mit 7 Siegen und nur 2 Niederlagen fühlt sich der Aufsteiger gerüstet für die erste Herausforderung im Oberhaus. Im Kader von Andreas Wagner befinden sich 8 Neuzugänge sowie 3 Spieler aus der alten Saison, nämlich Kapitän Derek Allen, Topscorer Christian Schandhardinger und Travis Warwick. Alles Wichtige zu den Neuzugängen wie Scott Machado oder Niklas Geske, wie Devin Searcy oder Moses Ehambe, gibt's am Freitag in einer großen Saisonbeilage der OV. Das 60-seitige Magazin mit dem Titel Erste Liga, Raster ist zurück beinhaltet auch Porträts von allen 17 Gegnern. Von Alba Berlin bis Bayern München, von den EWE Baskets Oldenburg bis Meister Bamberg. Wo ich dich jetzt aber noch hier stehen habe, lass uns beide noch mein Vokabular ein bisschen aufbessern. Was könnte ich jetzt so als bayerisch lernen? Was muss man so können, wissen? Womit komme ich vorwärts, wenn ich mal in Bayern sein sollte und verloren gehe? Fangen wir mit einem Hallo und einem Tschüss so. Hallo sagst Grüesti. Grüesti? Fast. Das R muss da ein wenig rollen. Und dann sagst Grüesti. Grüesti? Ja, schon gar nicht schlecht. Und auf Wiedersehen, da sagst Pfirti. Pfirti? Sehr gut. Nicht schlecht. Pfirti? Das ist so, als müsste man niesen. Pfirti. Das ist wie ein Tschüss quasi, oder? Genau. Ja, sonst noch irgendwas? Irgendwas, was ich vielleicht auch wissen muss, was könnten bayerische Männer zu mir sagen, dass ich weiß, ob die mich gerade beleidigen oder was Nettes sagen? Wenn sie sagen, du schaust gut aus, bist der feste Dirndl, dann meinen sie, dass du gut ausschaust. Und wenn sie sagen, das ist eine rechte Tratzen, nachher meinen sie was Besseres. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Dankeschön. Danke fürs Mitmachen. Gerne. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Okay. Und dann gucken wir, was passiert. Ich hoffe, ich kann ernst bleiben. Man muss ja nicht. So, meine Zöpfe noch nach vorne. Outtakes behalte ich, ne? Ist klar. Klar, alles klar.